Datenbeschaffung und Aufbereitung. Daten sind das neue Gold. Nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für Mittelständler und kleine Unternehmen. Aber worin liegt eigentlich der Wert von Daten? Wie werden sie beschafft? Und wie macht man sie nutzbar? Mit Hilfe von KI lassen sich wertvolle Erkenntnisse aus Daten gewinnen, die einem Unternehmen große Vorteile ermöglichen können. Beispielsweise können Algorithmen das Verhalten von Kunden analysieren, um einschätzen zu können, wie zufrieden die Kunden mit einem Dienstleister sind. Dank dieser Information lassen sich unzufriedene Kunden gezielt bewerben, um diese zu halten. Aber woher kommen diese Daten? Eine wichtige Datenquelle sind Prozesse und Abläufe. Kundenverhalten auf Webseiten, Klickzahlen oder auch einfache Personendaten wie Alter und Geschlecht liefern wertvollen Input für einen Algorithmus. Eine weitere Datenquelle sind Sensoren. Sie zeichnen verschiedenste Daten auf und machen sie digital nutzbar. So zum Beispiel Entfernungen, Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und viele mehr. Und auch öffentliche Datenquellen wie Wetterdaten, Kartenmaterial oder auch Dokumente von Behörden können eine wichtige Datenquelle sein. All diese Daten müssen in ausreichender Qualität vorhanden sein, denn ein Algorithmus liefert nur dieselbe Qualität wie die Daten, mit denen er trainiert wurde. Zuallererst sollten die Daten digital vorliegen. Analoge Daten müssen digitalisiert werden, was in einigen Fällen aufwendig sein kann. Des Weiteren sollten die Daten möglichst komplett sein. Denn Datensätze mit fehlenden Werten können zu ungenauen oder sogar falschen Ergebnissen führen. Außerdem sollte man auf technisch einwandfreie Daten Wert legen. Schlechte Sensoren liefern beispielsweise verrauschte Signale, welche die Datenqualität deutlich mindern. Grundsätzlich sollte man sich Gedanken machen, welche Messwerte man benötigt, um beispielsweise Sensoren gezielt ausrichten zu können. Ungenaue Messungen können das Ergebnis verfälschen. Dabei sollten stets Mitarbeitende des Fachbereichs mit Data Scientists zusammenarbeiten. Sollten die vorhandenen Daten dennoch fehlerhaft sein, können Data Scientists die Daten im sogenannten Pre-Processing wieder aufbereiten. Da dies allerdings sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann, sollte man jederzeit auf eine hohe Datenqualität achten. Einige Machine Learning-Algorithmen benötigen gekennzeichnete Daten, um lernen zu können. Es sollte also geprüft werden, ob es notwendig ist, solche Labels zu vergeben und ob dies automatisiert geschehen kann oder ob Labels manuell erstellt werden müssen. Diese Anforderungen an Daten sollten Sie jedoch keinesfalls abschrecken. Denn oftmals reichen bereits einfache Datensätze aus, um wertvolle Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen und kompetente Unterstützung zu allen Fragen bezüglich KI erhalten Sie von den regionalen KI-Labs in Baden-Württemberg und unter www.wirtschaft-digital-bw.de/ki-labs.